Die Taurus-Marschflugkörper und die Frage, ob sie an die Ukraine geliefert werden sollten, entzweit den Bundestag und sorgt für dicke Luft in der Spitzenpolitik. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki attackierte nun SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich scharf und warf ihm verfassungswidriges Verhalten im Bundestagsstreit über die Waffenlieferungen für die Ukraine vor. Wer wie Herr Mützenich Konsequenzen für ihm missliebiges Abstimmungsverhalten fordert, der steht jedenfalls auf Kriegsfuß mit unserer Verfassung, sagte der Bundestagsvizepräsident im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Artikel 38 besagt, dass Bundestagsabgeordnete an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Mützenich hatte sich zuvor darüber geärgert, dass aus den Reihen der Koalition die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, neben einem zurückhaltenderen Koalitionsantrag auch einem Unionsantrag zugestimmt hatte, der ausdrücklich die Taurus-Lieferung forderte.